Wenige Minuten später. Langhams Männer waren wohl abgehauen. Ich konnte sie nirgends sehen. Dann also da rein? Sieht finster aus. Ich gehe da nicht rein. Von engen Räumen kriege ich Gänsehaut. Warum bleibe ich nicht hier und sorge dafür, dass die drei weisen Affen nicht zurückkommen? Gut, dann. Ich würde mal sagen, vielleicht zum letzten Part, ne? Die Part 25. Die Riesenstatue einer Kreatur mit dem Körper eines geflügelten Stiers und einem Menschenkopf. Sah recht bedrohlich aus. Naja, eher ein bisschen plump. Aber mal sehen, ob es der letzte Part ist, je nachdem, wie schwer die Rätsel noch sind. Und ich glaube, es bleibt mir nichts anderes übrig. Ich muss jetzt da rein in das dunkle Loch. Die Höhle war stockfinster. Zu dunkel, um irgendetwas zu sehen. Gut, dann war es das jetzt hier auch. Was kann ich denn mal anzünden? In der Finsternis ahnte ich gerade noch Stufen, die nach unten führten. Los, komm, Nico. Wir müssen Langham finden. Boah, ist das aufregend. Ich bin so aufgeregt. Hui. Wow. Oh. Das ist ja außergewöhnlich hier. Glaubst du, das ist wirklich Eden? Wenn du irgendwo Äpfel siehst, überleg's dir gut, bevor du reinbeißt. Sieh nur, Lucifer, Jehova. Und Langham. Eva. Er hat Eva, was er auch vorhat. Ich hoffe, wir kommen nicht zu spät. Siehst du, was da am Altar glüht? Das hat die Form der Tabula. Wir müssen darüber. Schnell! Oh, das war das für eine Kameraperspektive jetzt gerade. Zack, zack. Rauf, runter. Während sie noch liest. Ein vertrockneter, abgestorben aussehender Busch. Ein George W. Der sieht nämlich genauso aus, deswegen. Ach, ist ja scheißegal. Die Leiter hängt zwischen Ranken fest. Ranken? Da kann ich nicht. Upsa. Von dort aus kam ich nicht dran. Von wo aus denn dann? Hier kann man doch nirgendwo lang sonst. Luzi, guck mal. Eine riesige Statue Luzifers stand an einer Seite des Altars. Tja. Mal gucken, was man hier noch machen kann. Das würde nie. Nie. Das würde nie. Tja. Das Klebeband haben wir auch noch nicht benutzt. Die Leiter hing zu. Was glaubst du, hat Langham vor? Was es auch sein mag, wir müssen ihn aufhalten, ehe es zu spät ist. Gut. Aber sie liest auf jeden Fall erstmal dort was nach. Das Feuerzeug war leer, aber der Feuerstein konnte immer noch Funken schlagen. George, was machst du da? Ich hab so eine Art Plan. Na, ich hoffe bloß, er funktioniert. Okay, und zwar, wie lautet der Plan? Die Zündschnur war nicht stark genug, um die Ranken herunterzuziehen. Aha, ich verklick mich hier noch. Das Garn war nicht reißfest genug, um die Ranken herunterzuziehen. Das Klebeband sicherlich auch nicht. Das würde nie. Nee. Also das, was war das jetzt? Das war das Klebeband war das Garn war nicht reißfest genug und das war nicht stark genug. Okay. Das war nicht ganz richtig. Oh Scheiße. So? Nein, natürlich nicht. Was passt denn hier zusammen? Vielleicht er hier? Ich wollte nicht, dass. Nein, Trevor, kann ja auch so nicht benutzt werden. Wie verstärken wir das denn jetzt? Das geht doch eigentlich nur mit dem Klebeband, aber das kann man ja nicht benutzen. Das. Haben wir hier noch was? Das vergessen. Von diesem Ort bekam ich Gänsehaut. Aber wir konnten erst weg, wenn wir Langham das Handwerk gelegt hatten. Okay, also dann habe ich ja demzufolge draußen nichts übersehen. Das heißt, hier spielt sich jetzt noch alles ab. Ein brennender Busch, höchst biblisch. Kann er denn die Leiter wenigstens hochklettern?
Nee, wahrscheinlich fällt sie dann um, ne? Die hängt ja nur an den Ranken da noch fest. Und wo kann man hier noch weitergehen? Die uralte Brücke war vor vielen Jahren eingestürzt. Langham war über eine Leiter hinübergelangt, aber die war jetzt auf der falschen Seite. Das war beinahe eine Grenze. Das würde nie... Nico und ich steckten wieder mal knietief in einer Verschwörung aus uralter Zeit. Ja, wie eigentlich jedes Jahr, George. Achso, das ist die Brücke. Ja, ja, ich hab's schon gesehen. Ach, du ahnst es nicht. Oh, ist das aufregend. Wie verstärken wir jetzt das eine noch das andere? Das ist mir nicht ganz klar. Da bin ich schon wieder am Ende meines Intellekts. Mal, das jetzt brennt dort. Ich weiß gar nicht, warum habe ich das angezündet. Was kann ich damit machen? Ich brauchte ein... Einfach mal alles ausprobieren, was hier jetzt noch brennen könnte. Das war beinahe... Ah. Nee, das macht er beides nicht. Mit den Feigen. Es klappt. Das war... Das klappt. Das war. Das war. Das klappte. Achso, ich kann ja mal versuchen, hier irgendwas mit dem. Ich liebe den Duft von Brie am Morgen. Oh ja, klar. Also dann rüber damit. Auf, aber sie kommen zu spät. Mich hält niemand mehr auf. Tu doch was, George! Er ist verrückt! Nein, nicht verrückt. Wie Sie schon bald sehen werden. Was haben Sie mit der Tabula vor? Sie ist der Schlüssel. Der Schlüssel, der die beiden Götter erweckt. Wenn ich es will. Lucifer wird Jehova zermalmen mit seiner Macht. Ihn auslöschen. Sie werden uns alle vernichten. Ha! Die Vorfahren, die diese Statuen errichteten, fürchteten ihre Macht. Aber bald werde ich sie beherrschen. Sie dürfen Jehova nicht zerstören. Sie stören das Gleichgewicht. Die Welt wird ins Chaos stürzen. Nein. Wenn Lucifer regiert, wird der Mensch frei sein und alles, wonach er strebt, in die Tat umsetzen können. Er wird sein volles Potenzial entfalten. Aber dies ist nicht der Ort, all das zu besprechen. Haben Sie einen anderen Vorschlag? Wie wär's mit der Ewigkeit? George! Damit habe ich nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Schöner Scheiß. Apropos Homo, was kann ich denn jetzt noch machen? Genau, geh ruhig schön spazieren, Nico. Lass dir Zeit. Nico! Ach, da, die Tabula. Eva, was machen wir jetzt? Ich weiß es nicht. Aber Ihr Vater sagte, Sie hätten die Antwort. Er sprach immer von reinem Licht. Reines Licht? Was bedeutet das? Weiß ich nicht. Das hat er halt gesagt. Reines Licht. Weißes Licht wird siegen. George! Er hat gerade dieses
Roboros-Ding da hochgehalten, ne? Dynamit, Funkgerät. Oh, scheiße. Nico! Reines Licht! Ich brauch Licht! Wie kriegen wir denn da jetzt Licht hin? Flucht kam überhaupt nicht in Frage. Ich musste George retten. Nico! Bitte! Licht! Was für Hotspots habe ich denn jetzt überhaupt noch? Langham habe ich hier. Jehova, Lucifer. Einen großen Riss. Oh, da ist es vielleicht schon. Jetzt macht sie doch das TNT-Ding da rein. Oh, da kann ich skippen, aber das will ich ja gar nicht. Das Elend ja mit euch sehen. Erhebe dich, Lucifer! Zerschmettere Jehova! Ich muss nur das Licht bündeln. Lux, Pura, Vincent. Jehova muss vernichtet werden! Die Welt wird Lucifer zu Füßen liegen! Was gibt euch das Recht, sich ihm in den Weg zu stellen? Der freie Wille, das ist der Teil, den wir einbringen. Die Menschheit bringt den freien Willen ein, den letzten Teil der Dreifaltigkeit. Warum muss er denn gleich sterben? Dünner Spieß? Alles klar, Leute. Während ihr hier rumkaspert, habe ich mir Gedanken übers Essen gemacht. Naja, wie wär's mit einem saftigen Barbecue? Ha. Ein abspannwürdiger Gag nochmal zum Abschluss. Ich denke, das nehmen sie besser an sich, oder? Mein Vater opferte sein Leben, um sie zu finden. Ich verbringe meins damit, sie zu schützen. Sie gehen also zurück nach Frankreich? Nein, nach Katalonien. Ich muss ein Haus und eine Kapelle restaurieren. Und mir ein neues Leben aufbauen. Als gnostische Anführerin. Diesmal dachte ich echt, wir schaffen es nicht, Nico. Vielleicht war Gott auf unserer Seite. Oder was für Mächte das auch immer waren. Da hast du recht. Weißt du, wir sind eigentlich ein gutes Team. Wir könnten mehr sein als das. Ach, wirklich? Weißt du, ehe das alles losging, in Paris, da war ich gerade drauf und dran, dich zum... Hey! Essen ist fertig! Na prima! Was gibt's denn? Dönerspieße mit würzigem Feigenkompott. Moment mal, Döner? So wie Donner? Aber... ich dachte, du magst Ziegen. Scheiße, war das lustig. Ich kann nicht mehr. Ja, also, das war's dann wohl. Ich sag mal, schön, dass du zugeschaut hast. Ich würde sagen, wir sehen uns sicherlich oder hören uns oder du hörst mich, wie auch immer, beim nächsten Spiel. Bis bald, schlaf gut und
Kauf dir dieses unglaubliche Erlebnis, es ist einfach einmalig. Es ist jeden Penny wert gewesen. Wow, geiles Ding. Auf Wiedersehen.
walks in another world. I never know where she's been. She might have a little twin. She's mine, my Jasmine. She talks like a soundtrack. I wanna check the playback. She's cool and enigmatic. She's really neoclassic. Her smile's a panacea. Like a short out, my mind's a brawl in a courthouse. She's a strange girl. She walks in another world. I never know where she's been. She might have a little twin. She's mine, my Jasmine.
She got my head in a spin. Listen, babe, do you think you're going my way? Stop the car, I wanna get in. Jasmine, she got my poo, my skin. Jasmine, I'm hooked so deep way in. Jasmine, okay, I lose you in. She's so cool, she's pure adrenaline. Mm-hmm.
walks in another world. I never know where she's been. She might have a little twin. She's mine.